Ja, also die Session ist sowohl sichtbar wie auch im unsichtbaren Bereich. Hat schon fast realsatirische Dimensionen angenommen. Und man kann ganz eigentlich von einem Politikversagen reden, weil ganz eigentlich haben wir unseren Job nicht gemacht. Und unser Job wäre gewesen, Wirtschaft und nicht Epidemiologen spielen. Das ist beim Bundesrat. Unser Job ist, die Wirtschaft zu sichern, die Konjunktur zu stabilisieren, die Firmen vor Konkurs zu retten, die Menschen vor Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe zu bewahren. Das ist unser Job und den haben wir nicht oder nur sehr teilweise erfüllt. Und gerade den Bereich Perspektiven schaffen, wirtschaftliche Perspektiven schaffen, beyond, oh, wir machen jetzt einfach alles auf und dann kommt alles gut, was ja absurd ist. Ja, die Perspektive haben wir nicht geschaffen. Ja, also was man natürlich gesehen hat, ist, dass, also das habe ich auch gelernt. Ich habe mich ja da schon im Sommer mega, also ich habe Tausende von Mails, Tausende von Tontechniker, von Lichttechniker, von Floristinnen und plötzlich gemerkt, aha, Floristin tut ja gar nicht aus dem Ladenverkauf ihr Geld machen, sondern weil sie Anlass beliefern, also von der Hochzeit über den Kundenanlass irgendwo, über Messe, Blumen bestücken und so weiter. Und plötzlich merkt man, aha, Floristin ist auch ein Bestandteil von dieser Eventbranche. Und die Eventbranche ist so segmentiert und so breit und es hat so viele Zulieferer. Und dann hat es die grossen Players, aber auch ganz, ganz viele Einzelmasken. Und dann hat es Vermittler und Personal, Vermittler und. Ich habe mega viel über die gelernt und dann haben wir angefangen, viel mit denen zu reden. Ja. Wir haben die Schadensbegrenzung angekriegt, immerhin. Wir haben die Freischaffenden angekriegt. Wir haben bei den selbstständigen Erwerbenden, die eure Branche ganz viele hat, oder so im Zulieferbereich vom Ton und Licht und. Die haben wir können, dass der Umsatzrückgang jetzt nicht mehr. Ist jetzt 30% lang und schon ist jetzt nicht mehr 40% Umsatzrückgang, dass du EU-berechtigt bist. Das ist also auch ein kleines Erfolg. Die Tieflöhnler haben wir noch ein bisschen verlängern, dass die ein bisschen 100% bekommen. Und eben jetzt haben wir halt so ein Mini-Schutzschirm, wo man dann, wenn jetzt die Perspektive mit Impfen vielleicht verlangsamt wird, wo man könnte sagen, in der nächsten Session so, jetzt erweitern wir das auf nationale Ebene, regional, also einfach alles. Einfach einen wirklichen Schutzschirm für alle möglichen Eventbranchen. In der Bar gehen jöckeln.